So, dann gehen wir wieder hier rein. Klicken uns durch. Also, habt ihr es gewagt, mir hierher zu folgen? Da bin ich anderer Meinung. Ja, um den beim Bau, die dann zu... Der Plan war, ich bewachte die... Wäre leider... Ja, vor lange... Es wurde... Nun sind wir... Ich wurde getötet. Ja, seht euch bald wie eine ganze... Als ich auf mein... In Wilf den... Ionen... Die klingt... Ich kann nur vermuten... Ja, niemand... Ich habe... Zieht euer Schwert! Lasst es uns jetzt zu Ende bringen! So, also nochmal das Ganze. Verteidigungskoordination. Kann ich helfen? Eine Hast. 3 zu 9 Taten. Jawohl! Tränke. Kann ich helfen, so schnell ich kann. Sag, was du von mir willst. Macho Man Potentis. Erstmal müssen wir wirklich die Kasserach wegbomben. Dein Befehl. Ich fürchte, wie lautet es deine Aufgabe? Sag, was du von mir willst. Ist etwas nicht in Ordnung? Immer bereit. Ich es erwischt. Kann ich helfen? In Ordnung. Heilung für dich. Worum handelt es sich? Okay, laden wir nochmal. Kann ich helfen? Weil mir fällt gerade so ein, wir könnten ja zum Beispiel den hier benutzen, schon Profeld. So, dann könnten wir nämlich gleich eine Hast. Eine Steinhaut. Ein gespiegeltes E unten. Ja, genau, das da reinmachen. So, da können wir das nämlich gleich benutzen. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Instant. Also, habt ihr es gewagt? Da bin ich anderer Meinung. Ja, um den beim Bau dieser dann zu der Plan. Ich bewachte die wäre leid. Ja. Ups, ihr sollt mich verklicken. Mich an und ich musste ihn töten. Es tut mir leid, doch es ging nicht anders. Ich werde tun, was ich kann. Auf dich selber. Ja. Göttliche Macht. Bereit zu neuen Taten. Sag, was du von mir willst. Wobei, schluck erstmal einen Heldentrank. Du schluck den Trank. Jawohl! Heldentrank. Ist etwas nicht in Ordnung? Du machst lieber was? Den. Wie kann ich helfen? Weiter! Ich glaube, die Hast wurde schon wieder gebannt. Ja, wurde sie.
kann ich helfen? Dein Befehl? Versuchen wir es einfach mal in Kassel zu bringen. So, jetzt müssen wir das Ding noch zerstören, dann haben wir es eigentlich geschafft. Okay, nächster Tode. Wie lautet Bord her, wenn ihr euch traut? Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Okay, fliehen wir, die letzten Überlebenden. Und gucken uns das Ende an. Mit dem Tode von Ikazarachs Seele konnte der Jahrhunderte währende Hass endlich begraben werden. Die Stämme des Nordens und die Einwohner der 10 Städte legten ihre Waffen nieder und standen sich wieder in misstrauischer Wachsamkeit gegenüber. Wohl in einer Art Frieden. Solange, wie ein Frieden eben anhalten mag. Man brachte Wilfdens Körper zurück zur Toteninsel. Mit seiner Rückkehr verstummte das Wehklagen der Jungfrauen. Und wieder ruhten sie mit ihrem König in seinem Grabe. Und ihr, die Tapferen, die ihr kamt, um den Norden zu verteidigen, was ist mit euch? Wenn ich euch betrachte, sehe ich, wie ihr einst wart und wie ihr sein werdet. Jeder auf dem Weg in eine glanzvolle Zukunft. Sagen liegen hinter euch und Sagen liegen vor euch. Wie bei allen, deren Herz nach Abenteuern und Ehre strebt. Aber ich werde nicht mehr über eure Zukunft sagen. Alles, wovon ich erzählte, und alles, was ich sah, wird sich euch offenbaren, wenn es an der Zeit ist. Ja. Tut mir leid für das abrupte Ende. Das war Icewind Dale, Heart of the Winter. Ja, damit haben wir Icewind Dale 1 abgeschlossen. Auch wenn der Ritt jetzt hier am Schluss sehr interessant war und nicht so von mir beabsichtigt. Vor allem... Es war trotzdem immer noch schwierig, obwohl wir Dings zwei Level in Trails of the Lore Master gemacht haben. Ja, also Day Credits. Aber ja, wir haben es jetzt irgendwie geschafft. Mit sehr vielen Toten. Ikazarachd ist halt auch verdammt stark. Und dadurch, dass sie einfach mal so unsere Magie band und so,
stehen wir arg in der Bredouille teilweise. Wir haben sie aber irgendwie tot gekriegt, haben irgendwie ihren Seelenstein tot gekriegt. Also ja, Ikazarath war so eine Art Drachenleichnam. Dragon Lich. Und Flo, wir sind im Hauptmenü rausgekommen. Es war recht knapp, weil der Stein war schon am Zaubern, um sie wiederzubeleben. Wir haben es aber gerade so noch geschafft. Und sind bei halber draufgegangen. Tülülü. Das andere Problem ist, hätten wir uns zuerst auf die ganzen Sahagin konzentriert, hätte Ikazarath uns ziemlich schnell umgebracht irgendwann, weil sie macht halt viel Damage als Drache. Auch wenn sie in dem Jungdrachenkörper gefangen war, hat sie doch ziemlich viele ihrer alten Zaubermacht noch übrig gehabt. Aber gut, das war als mit Dale, die Enhanced Edition. Zuerst das Hauptspiel und dann Heart of Winter gepaart mit Trails of the Lore Master. Das war übrigens das einzige, was hier blind war, weil ich dieses DLC oder dieses Add-on-Gebiet, wie man es nennen möchte, nicht kannte. Das habe ich jetzt zum ersten Mal mit euch zusammen durchgespielt. Alles andere war mir noch so grob bekannt, wie man vielleicht gemerkt hat. Also auch gerade jetzt am Schluss die Sache mit Ikazarath und ihrem Seelenstein und allem. Sonst hätte das sich noch ewig in die Länge gezogen und wäre böse ausgegangen. Ja, was soll ich denn jetzt noch großartig sagen? Das Projekt ist eigentlich relativ schnell rumgegangen, muss ich sagen. Ich meine, wenn wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben hier 22 Aufnahmesessions gebraucht, um das Hauptspiel abzuschließen. Das sind also 66 Stunden gewesen. Nein, ich bin zu doof zum Rechnen. Das sind 33 Stunden gewesen. Also jede Aufnahmesession hatte ungefähr 1,5 Stunden, ja. Also war es 22 Stunden plus 11 Stunden. Und für Heart of Winter haben wir 10 Aufnahmesessions gebraucht, also nochmal 15 Stunden. Also nicht mal 50 Stunden, was wir gebraucht haben für Icewind Dale. Habe ich länger erwartet. Aber es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, wie immer. Icewind Dale war auch eins meiner ersten Rollenspiele. Wobei ich zugeben muss, dass ich Icewind Dale 2 zuerst gespielt habe. Und nichts kapiert habe. Und dann von Goblins getötet wurde, die nichts konnten. Dann kam aber Icewind Dale 1, noch vor Baldur's Gate. Und das Spiel hat mir damals schon irre viel Spaß gemacht. Ich habe es aber irgendwie von damals leichter in Erinnerung, als es heute war. Kann aber auch an der Enhanced Edition liegen. Ich muss sagen, ich finde es nett, wie sie die Enhanced Edition gemacht haben. Also gerade die Quality of Life Features und so. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu jetzt nicht sagen. Ich könnte noch ein paar Stunden über das Spiel schwärmen, aber ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt euch ein bisschen aufgeregt über gewisse Sachen, wie jetzt den Schluss mit Ikazarath. Aber ich hoffe auch, dass wir uns bei meinen anderen Projekten wiedersehen. Ja. Damit
verabschiede ich mich dann von diesem Projekt und von euch erstmal. Ein ganz herzliches Danke und Hi-Ho fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.